So Leute, damit herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag der Nachtdorf-Liga-Saison. Wenn ihr selber mitmachen wollt, Videobeschreibung lesen. Dort steht nämlich, was ihr tun müsst, damit ihr in der Nachtdorf-Liga mitmachen könnt. Wie die Nachtdorf-Liga funktioniert, Videobeschreibung lesen oder einfach den ersten Spieltag von diesem Videoformat anschauen. Dort erkläre ich euch ein bisschen genauer, wie die Nachtdorf-Liga so ungefähr abläuft. Oder Videobeschreibung lesen, da steht es auch nochmal zusammengefasst. So, wie sieht denn die aktuelle Tabelle aus? Also namenlos Machete, ganz klar Favoriten für die Nachtdorf-Meisterschaft. Ich kann da leider nicht mehr rankommen, obwohl zwei Spieltage noch da sind, weil namenlose Machete gegeneinander antreten und dadurch punktet einer von den beiden zwangsweise und keiner von den beiden darf punkten, damit ich noch Chancen habe, den Titel zu holen. Platz 2 wäre möglich, aber dann müsste namenlos oder Machete die letzten beiden Duelle alle, also beides verlieren. Ansonsten Abstiegskampf sieht eigentlich relativ eindeutig aus, dass Kefkef absteigt, Killer LP könnte noch an Salomon Clan oder Tammy vorbei, aber mal sehen. Ihr seht ja die Ergebnisse des letzten Spieltags und jetzt einmal kurz, ja, heute Spieltag Nummer 6, Clan gegen Machete, Salomon gegen Kefkef, ich gegen Killer LP und Terminator gegen Namenlos. Viel Spaß! So, der erste Spiel des sechsten Spieltags lautet Clan gegen Machete. Platz 2 gegen Platz 5. Clan will natürlich nicht in den Abstiegskampf geraten. Und wäre gut, wenn er halt einen Sieg holen würde. Machete, und nun geht es natürlich um die Meisterschaft. Er muss eigentlich dieses Duell gewinnen. Namenlos muss dann heute noch gegen. Wie muss er denn? Den Terminator. Also, ich bin mal echt gespannt, wer zwischen den beiden namenlosen Machete halt Nachtdorf Meister wird. Es ist wirklich sehr, sehr eng zwischen den beiden. Machete hat hier übrigens gegen Clan 2 Sterne schon geholt, während Clan noch nicht seinen kompletten Angriff gemacht hat. Mit 500 dran an der Kamera. So. Machete knapp 70%, während Clan erst jetzt richtig anfängt anzugreifen. Mit nur Lakaien. Machetes Angriff müsste vorbei sein. Ja, beinahe 70%, 69%. Ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Das muss wohl Clan toppen, aber es sieht nicht danach so aus, als wenn ihm das gelingen würde. Aber ach, er hat noch eine ganze Horde Lakaien. Gut, dann könnte sich das ändern. Aber die letzte Lakaien hätte ich tatsächlich eher links hingetan, beziehungsweise eher mich darauf konzentriert, Prozente zu holen. Denn Clan hat jetzt zwar 2 Sterne, aber Machete hat 19% mehr. Und ja, wegen diesen 19% gewinnt Machete. Somit ist Machete wieder Platz 1. Clan ist dann jetzt Vierter. Ich weiß jetzt nicht, ob Clan am Platz gewonnen hat oder nicht. Ich denke mal schon. Er hat Terminator geholt, genau. Und jetzt hier das Duell Salomon gegen Kefkef. Salomon, ja, Platz 6, nicht besonders, keine besonders gute Position. Kefkef letzter, ohne einen einzigen Stern geholt zu haben bisher. Und vielleicht ein vorletztes Spieler gegen Salomon. Aber es sieht sehr, sehr schlecht aus. Es sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus, was das angeht. Und Salomon macht erstmal die ganzen Außengebäude, bevor er richtig zum Angriff einsetzt. Kefkef, ja, 27%, 29% ist eben gerade mehr geworden. Im Moment führt Kefkef, dass ich das mal sagen darf, aber jetzt nicht mehr. 28, 29 und jetzt hat Salomon Kefkef überholt und würde jetzt aktuell gewinnen. Und der erste Stern gehört schon Salomon. Kefkef bei 29%, kriegt vielleicht in einem Elixierlager, aber das war es dann auch schon. Salomon kriegt ja nicht den zweiten Stern. Ganz knapp, okay, die Musik hört sich komisch an. Ganz knapp keine 2 Sterne, aber ein Stern reicht gegen Kefkef aus, um zu gewinnen.
32% hat Kefkef jetzt. Mal sehen, wie viel er noch schafft. 35%, aber jetzt ist Schluss. Der eine Bogi, der reißt ja nicht mehr viel. Ja, Kefkef wieder mal verloren. Salomon gewonnen und hat Klein überholt und ist jetzt punktgleich mit mir. Das lasse ich nicht zu. Deswegen muss jetzt ein Sieg gegen Killer LP her. Killer LP greift meine noch alte Base von oben rechts an. Von Nordost. Nordost. Und ich halt von Südwesten. Killer LP geht mit der Kampfmaschine in die Mitte, während ich schon meine gesamten Truppen plus die Kampfmaschine eingesetzt habe. Die meiste Hütte, da greifen schon ein paar Lakaien an. Killer LP kriegt meine meiste Hütte doch nicht. Ich dachte, er kriegt sie noch. Aber die 50% hat er schon. Ich habe auch die 50%. Jetzt habe ich die meiste Hütte zerstört. Und somit 2 Sterne. Killer LP müsste demzufolge auch den 2. Stern holen. Aber nur ein Lakai lebt. Von daher haben wir dieses Duell gewonnen. Und bleiben somit erstmal auf Platz 3. Also ich muss hoffen, dass Namlos dann gegen Terminator verliert, damit ich noch eine Chance habe, auf Platz 2 hochzurutschen. Ansonsten ist maximal Platz 3 drin. So, Lakai von Killer LP macht ordentlich Schaden, während wir nicht weit weg von den 100% sind. Ihr wollt schon sagen waren, aber es könnte noch, 100% werden. Nee. Wenn es niemals. Oder? Oder? Doch! 100%! Okay, 100%. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das auch 100% werden, aber ein Lakai hat uns verholfen, den 3. Stern hier zu holen. Somit haben wir genauso viele Sterne geholt wie Machete und ein bisschen weniger Prozente aber. Da seht ihr es. Zack. 3 Sterne und damit haben wir gegen Killer LP gewonnen. So, letztes Spiel für heute. Namlos gegen Terminator. Terminator auf Platz 6. Er will natürlich auch siegen, um halt unten wegzukommen. Und Namlos muss eigentlich gewinnen, wenn er halt die Nachtdorf-Meisterschaft holen möchte. Beziehungsweise er muss nächstes Spiel gewinnen. Dieses Spiel ist für also dieses Duell ist für Namlos weniger wichtig als das Duell nachher. Aber trotzdem. 7 Siege sind drin von 7 Duellen. Das ist jetzt das 6. Duell. Vielleicht auch der 6. Sieg. Terminator hat schon die meiste Hütte bekommen. Namlos noch nicht. Der hat noch nicht mal einen Stern. Im Moment führt Terminator und würde nach aktuellem Stand auf Platz 4 hochrutschen. Aber Namlos hat noch genug Zeit und Truppen, um halt das auszugleichen bzw. die Führung für sich zu erlangen, was er jetzt schon getan hat, mit beinahe 60% 2 Sternen. Ich denke mal, es ist jetzt klar, dass Namlos hier dieses Duell gewinnen wird. Ja, sogar zu 100%. Terminator versucht noch irgendwas da rauszuholen, aber mehr als 35% sind nicht drin. Und Namlos hat 100% geholt. So, das war's dann mit dem 6. Spieltag. Namlos Machete teilen sich Platz 1 und 2 mit jeweils 6 Siegen von 6 Duellen. Das letzte Duell, also morgen kommt das letzte, der letzte Spieltag mitunter das Duell zwischen Namlos und Machete. Das ist wirklich ein Duell, da geht es wirklich um jeden Prozent, um jeden Stern. Es geht allgemein um den. Ja, derjenige, der dort gewinnt, ist Nachtdorf Meister. Oder besser gesagt, wenn Namlos nicht verliert, ist er Meister. Der Nachtdorf Meister. Denn ein Unentschieden gegen Machete würde ihn ausreichen. Denn er hat 4 Sterne mehr und fast, ja sagen wir, 97% mehr zerstört als Machete. Und wir auf Platz 3 können nicht mehr auf Platz 4 zurückrutschen. Platz 3 ist sicher, das heißt, wir haben schon mal den Bronzerang gewonnen. Platz 4, der Salomon, könnte noch runterfallen, wenn halt Clan oder Terminator oder beide sogar gewinnen. Salomon könnte dadurch auf Platz 6 runterrutschen und Killer LP kann nicht mehr auf Platz 6 hochrutschen. Das heißt, im letzten Spieltag gegen Salomon ist es egal, wie er spielt, er bleibt 7.
So, und ihr seht auch die Tabelle und die Ergebnisse dieses Spieltags. Im nächsten Spieltag sind folgende Duelle angesagt. Und zwar einmal Keller LP gegen Salomon, was ich schon angesprochen hatte. Dann Terminator gegen Clan, Platz 6 und 5. Beide 4 Punkte. Also ganz spannend, es geht hier um Rang 5 und eventuell um Rang 4 für die beiden. Dann ich gegen Kev, also Kev sollte kein Problem für mich darstellen. Und dann noch das Spitzenduell, das Duell, wo wirklich um alles oder nichts geht, zwischen Namlos und Machete. Es wäre ein kleines Wunder, wenn Machete gewinnen sollte, die gesamte Liga. Namlos ist der zweitstärkste Nachtdorf-Kämpfer Januar, Februar gerechnet, also Meisterhütte 7 Meisterhütte 8 gab es da noch nicht. Und ich bin eigentlich der Stärkste, aber habe ja gegen Namlos und Machete verkackt. Ein bisschen Pech gehabt, aber nächste Saison, da hole ich mir die Meisterschaft. Da hole ich mir die Meisterschaft, könnt ihr sagen, was ihr jetzt wollt. Ja. Dann seid ihr mal drauf gespannt, wie es morgen aussieht. Und jetzt einmal kurz die Pokalergebnisse, wenn ich die finde, genau. Denn Viertelfinale seht ihr jetzt einmal kurz. Terminator, Möw, Salomon und Machete haben gewonnen. So, HC Möw, also ich gegen Salomon, der 2 Sterne, 93%, nicht ganz weit von den 100% entfernt. Und somit stehe ich im Finale. Das Finale wird übrigens auch im Anschluss des morgigen Videos einmal ganz hinten dran. Oder einem extra Video, was übermorgen hochgeladen wird. Ich bin noch überlegen. Ich überlege mir in den nächsten Minuten, wie ich das mache. Dort seht ihr dann das Finale zwischen Machete und mir, das Pokalfinale. Denn Machete hat die 100% geschafft gegen Terminator. Terminator Platz 6 aktuell in dieser Liga. Ja, also ein Titel. Machete Chance auf 2 Titel. Namlos und Machete kämpfen halt um den Nachtdorf-Titel. Und ich kämpfe mit Machete um den Pokaltitel, um wenigstens irgendwas zu gewinnen. Also, im nächsten Video oder halt übernächsten Video. Ich bin nur überlegen, ob ich das ein kleines extra Video mache. So, das war's dann auch mit diesem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Verpasst gar nicht, auf gar keinen Fall, wenn ihr schon die 6 Spieltage gesehen habt, verpasst morgen nicht das letzte Spieltag. Den letzten Spieltag, da geht es wirklich zwischen Namlos und Machete um alles oder nichts. Und somit vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder beim letzten Spieltag. Ciao, euer MöwLP.